Mir ist das irrsinniges Anliegen, Leute. Ja? Wir machen das nicht erst seit jetzt, verstehst? Nicht erst jetzt, wo alle meinen, 10 Jahre, da muss man was tun. Wir machen es seit 1992. Wir haben einen persönlich Bernd Gick kennengelernt. Und da haben sie den gemeint, macht's es, spielt's es, tut's es. Es sind wahnsinnig viele da, die kennen uns seit über 10 Jahren. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute Abend hier seid. Es bestärkt uns, dass wir das nächste Jahr genau das Gleiche machen. Ja? Mit neuen Songs, intensiver, weil es kann ja nicht sein, dass wir uns dann nur zu irgendwelchen Dekaden da wieder treffen, um auf seine Musik wieder zurückzublicken. Es kann nur sein, jedes Jahr. Das war der Song, den haben wir gespielt an dem Tag. Da haben wir gerade im Studio ein bisschen was umeinander bastelt. Und haben uns gedacht, das darf alles nicht wahr sein, oder? Es geht mir irrsinnig an. Es geht mir seine Musik an. Es geht mir seine Texte an. Und ich kann es leider nicht. Ich würde wahnsinnig gern was schreiben irgendwie. Aber ich glaube, es ist okay, so wie es ist. Wir sollten irgendwie viel mehr auf die Leute stehen, die was zusammengebracht haben und nicht deppert umeinander schreiben, wer wie ist oder was er macht oder was er da hat. Er war einzigartig, bitte besinnt euch daran. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr diese Möglichkeit uns überhaupt gegeben habt, dass wir da spielen dürfen, ja. Dass wir euch das zeigen können, mit was wir uns beschäftigen, was uns Tage und Wochen lang beschäftigt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ja, aber ich esse nicht gern. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. Vielen herzlichen Dank am Schlagzeug, Herr Peter Babarek.
Am Bass, Herr Martin Matzinger. An der E-Gitarre, Jazzy, Funky, Groovy, Rocky, Mr. Michael Schwedz. Und der echte Bandleader, Ladies and Gentlemen, hier an dieser Stelle, sei das echt gesagt, ja. Ich glaube, er hat 100 Stunden investiert. Keyboards and Background Vocals, Mr. Martin Mader. Hört nur einer, oder? Der den ganzen Wahnsinn mit uns mitmacht, aber es ist ein positiver Wahnsinn. Weil schließlich geht es darum, eigentlich Falco zu feiern und ihn nicht zu vergessen. Und für eine neue Generation das zu mitmachen. Und das müssen viel mehr Leute hören. Und deswegen machen wir das. Und der uns dabei einfach unterstützt und das macht und den ganzen Wahnsinn mitmacht, ist der Mr. Martin Böhm. Ich hoffe, niemand von euch da unten bereut, dass er hier war. Wir haben das gemacht, was wir kennen. Und ich hoffe, ihr nehmt so ein bisschen ein Feeling von diesem Abend mit nach Hause. Es gibt so viele Sachen, die man sich zulegen kann. Hört das, die Musik, vergesst das nicht. Musik, die nicht gehört wird, ist tot. Wir sollten sie alle hören. Ich wünsche euch einen guten Heimweg. Es gibt jetzt hier noch ein bisschen Falco mit CDs, mit Videos. Macht euch einen Spaß, steht miteinander und denkt an ihn. Mir geht er auch, und zwar ordentlich. Look out, babe, the saints are coming through. Aber was vorbei ist vorbei, baby blue. Aber was vorbei ist vorbei, baby blue. Und vergesst nicht, there are some couple drinks more on the bar. Take some, take a cigarette, and have a nice evening. Huh? Stefan, you know what it means? Dickes Pussy, huh? Ihr wart ein Hammer! Vielen Dank an die Technik. Hat Weltklasse funktioniert. Gibt's nichts zu matschkern, oder?